Hallo liebe Hungrige, heute bereiten wir mal Pizza auf eine andere Art und Weise zu, nämlich in Form eines Zupfbrots, auch als Monkey Bread bekannt. Geht ganz einfach, schmeckt sehr lecker, halt im Pizza, aber in einer anderen Form. Wir brauchen dafür Pizzateig, ihr könnt welchen selbst zubereiten oder ihr nehmt den aus dem Kühlregal, entweder eine XXL-Rolle oder zwei normale. Wir brauchen etwas Pizzagewürz, alternativ eine Mischung aus Oregano und Thymian, Schinkenwürfel, die allerdings auch durch kleine Salamischeiben oder etwas Vegetarisches ersetzt werden können, eine große oder zwei kleine Knoblauchzehen, geriebenen Käse, bei mir ist es Mozzarella, eine Pizzasoße, alternativ Pizzatomaten und einige Stiele frisches Basilikum. Wir beginnen mit Vorbereitungsarbeiten, hacken bis auf ein paar Blätter das Basilikum klein, schälen die Knoblauchzehe und schneiden auch diese in kleine Stücke. Nun rollen wir den Pizzateig aus, wenden ihn dann, sodass das Papier also oben ist, ziehen dieses ab und schneiden anschließend den Teig mit einem möglichst scharfen Messer erst längs und dann quer, sodass wir Quadrate oder Rechtecke mit ungefähr einer Seitenlänge von 3 cm erhalten. Das kommt hier aber wirklich nicht so genau drauf an. Danach geben wir in eine große Schüssel zur Pizzasoße bzw. zu den Pizzatomaten den geschnittenen Knoblauch, das gehackte Basilikum, ca. einen gehäuften Teelöffel von Pizzagewürz, außerdem die Schinkenwürfel und den geriebenen Käse. Anschließend alles kurz miteinander vermengen. Und dann geben wir, verteilt auf 2 oder besser noch 3 Portionen, die Pizzateigstücke und rühren die einzelnen Portionen jeweils unter. Am Ende sollte jedenfalls alles ordentlich miteinander vermischt sein. Dann nehmen wir eine Napfkuchen- bzw. Kugelhupfform, ölen oder fetten diese nicht zu knapp ein und geben dann rundherum von der vorbereiteten Pizzamasse hinein. Noch ein bisschen mit dem Löffel verteilen und etwas andrücken und dann die nächste Schicht darauf verteilen. Und so verfahren wir, bis die gesamte Teigmasse eingeschichtet ist, drücken diese nochmals etwas an, glätten damit auch die obere Schicht und geben dann die Form in den Backofen. Gebacken wird bei 180 Grad für 30 bis 40 Minuten, hängt auch ein bisschen von der verwendeten Form ab. Bei mir waren es 35 Minuten. Fertig gebacken sollte unser Pizzazupfbrot so ungefähr aussehen. Wir lassen es nur einige Minuten abkühlen, legen dann einen großen Teller auf die offene Seite der Form, wenden alles um 180 Grad und voilà! Es löst sich auch ganz leicht, deswegen eben auch nicht zu knapp einfetten und auch in der Form bleibt kaum etwas hängen. Wer möchte, garniert noch mit etwas geriebenem Käse. Ich nehme dafür jetzt Parmesan. Und wir hatten ja noch ein paar Basilikumblättchen übrig gelassen, die wir jetzt auch noch optisch wirksam platzieren können. Ich finde, das ist eine schöne, originelle Pizza-Variante, auch ein schönes Partyrezept, lässt sich ja geschmacklich eben auch variabel gestalten. Gegessen wird, daher ja auch der Name, indem einfach Stücke herausgezupft werden, doch es hindert euch natürlich auch niemand daran, Portionen ähnlich wie Kuchenstücke herauszuschneiden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr jedoch lieber ein süßes Zupfbrot oder auch einen Pizzazopf zubereiten möchtet, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.